Moin, jetzt wollen wir heute einmal zu diesem kleinen, aber feinen, essbaren Glitzer. Das Ganze soll eben zum Mischen von Getränken und Co. gedacht sein. Und ja, eben ohne Probleme in Drinks oder Kuchen oder sonst wo mit eingearbeitet werden können. Wir gucken einfach mal, was uns hier drin tatsächlich erwartet. Und dann werden wir das Ganze natürlich auch probieren. Das Ganze, ja, schimpft sich zwei Farben. Wir haben einmal Rosa-Gold und einmal Rot anscheinend. Und verpackungstechnisch sieht das so aus. So, und ich würde sagen, was haben wir hier? Ein Dosierlöffel. Kann man natürlich auch nutzen. Und ich werde das Ganze gleich einfach mal in ein Glas schmeißen und dann gucken wir uns das mal an, wie das Ganze dann, ja, sich verhält So, und wir sind aussieht. jetzt einmal in der Küche. Ich habe hier ein kleines Glas fertig gemacht. Wir schnappen uns jetzt hier mal so ein bisschen Pulver. Reichen wir erstmal vielleicht so ein bisschen. Wir können das hier auch nochmal einmal schauen. So, wir sehen, das glitzert auf jeden Fall ordentlich. Wir sehen es ja auch unten im kleinen Bottich. Dann schmeißen wir jetzt hier einfach mal oben so rein. Und dann rühren wir hier mal ein bisschen um und gucken mal, was dann passiert. Nachdem, wie viel man dann nimmt. Wir haben jetzt auch ein bisschen viel genommen. Wir sehen es hier oben ja jetzt gerade ein bisschen. Das Ganze sammelt sich da ein bisschen. Aber wenn wir es von unten uns anschauen, dann sehen wir, das hat sich da schon ja ganz nett eingeführt. Sieht auch, finde ich, ganz cool aus. Das da oben gefällt mir jetzt nicht so, dass da so sich das sammelt. Also da müsste man wahrscheinlich wirklich ein bisschen mit der Dosierung arbeiten. Deswegen ist ja auch so ein Portionierungslöffel dabei. Aber das hier sieht doch wirklich nach einem richtig guten Drink aus, wenn man das so abends für seine Gäste da mit reinmacht, kann das, glaube ich, einen ganz coolen Effekt haben.